Schönen guten Tag, Freunde. Wir sind hier noch immer unterwegs. Ich weiß nicht, wo sind wir denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, hier waren jedenfalls jede Menge Gegner und wir hocken hier immer noch rum und kloppen uns mit dem restlichen Rest. Hat die das gejuckt? Ich glaube nicht. Pass mal auf. Als ob ich den nicht da durchtreffen kann. Hast Angst, was? Solltest du auch. Kommt schon. Ups. Du, dein Freund treibt hier schon tot rum. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. So, also das lief besser, als ich erwartet hätte. Was aber auch damit zusammenhängt, dass der Gegner ein totaler Lappen war. Und wir schauen jetzt mal, ob es hier noch irgendwo Kronkorken und sowas gibt, bevor wir uns die Leichen vorknüppeln. Ein Schachbrett. Was liegt hier rum? Fetzen von einem Banditen? Brauche ich gerade nicht. Minigun liegt hier noch rum. Ich habe ja eine im Inventar, also brauche ich nicht noch eine. Was haben wir hier drin? Ah! Ich dachte, der sieht, als ob der gegen Feuer immun ist. Blöder Penner. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Halt doch mal die Bubble jetzt. Kronkorken und Patronen nehme ich schon mal mit. Hier gibt es wieder fett Erfahrung. 9 Blechdosen hinzugefügt. Oh. Boah, ich sag euch was. Ich glaube, ich muss hier so gelangen. Also sollte ich erstmal zurückgehen und die Leichen plündern. Oh, was haben wir hier noch? Man muss ja nicht alles liegen lassen. Gut. Gut. Tag, Ilse. Nicht hier rum. Kamera. Braucht doch keiner. Gut. Ja, eigentlich waren wir ja auch auf dem Weg zu einer komischen Festung, die wir befreien sollen. Das klingt sehr, sehr spannend. Allerdings soll da irgendein riesiges Ungetüm lauern, das dafür gesorgt hat, dass die Festung überhaupt erst verloren gegangen ist von dem Minuteman. Von daher sollten wir auf. Ich mag die Biester einfach nicht. Die sind widerlich. Jetzt reicht's mir. Als ob ihr jetzt schon zu zweit anrückt.
Miststück. Es war nicht so gemeint! Miststück. Verdammtes Mistvieh. Die Dinger sind derbst heftig stark. Scheiß Dinger. Also, ob ich schon wieder voll bin. Na gut, kippe ich mir halt die Nuka-Cola einfach mal rein, würde ich sagen. Hilfsmittel, was haben wir denn hier? Gucke mal, hier kann man naschen. Ich wollte eigentlich... Ah, hier, Nukas. Ah, ich bin schon voll, kann das? Na gut. Erstmal auf Knacken, Hauptsache Erfahrung. Ob dann was drin ist, was ich mitnehmen will, ist eine andere Geschichte. Aha! Wie schön. So, jetzt ist wieder die Frage, ich bin schon wieder hilflos überfüllt. Das will ich auch alles nicht weghauen. Die Laserpistole hier, die können wir eigentlich ablegen, würde ich behaupten. Ich manipuliere, was ich will. Komm, wir hauen mal die ganzen Blechdosen weg. Ah, falsche Taste. Da haben wir dann nämlich wieder Platz. So, aber das Schöne ist, Munition haben wir so viel dabei. Munitionsknappheit ist hier anscheinend kein riesiges Thema in dem Spiel. Das gefällt mir persönlich natürlich sehr, sehr gut. Ich brauche nicht knacken, ich habe nämlich sowas. Beziehungsweise Hacken brauche ich nicht. Oh, meine Haarklammer. Wie kannst du mir jetzt die Haarklammer aus der Socke reißen? Ich glaube ja wohl bei dir hackt es. Hallo? Korken und Ver... Oh, hoho. So, ein Safe ist doch immer was Feines. Patrone. 10 mm Automatik. Also was will ich eigentlich gar nicht. Gib mir mal die Patronen dazu. Das Vorkriegsgeld nehme ich auch mit. Cherry? Cherry, Laddi. Mach mich mal die Tür ab. Sonst gehe ich am Stock und hau dir eine Trupp. Das war nix. Das war überhaupt nix. Da wollt ihr mich eigentlich? Ihr wollt mich doch. Komm, das war offen. Ja, jetzt geht's auf Anhieb, ist klar. Als ob ich jetzt schon wieder hier gelandet bin. Na gut. Töte euch alle, wenn ich's muss. Es ist untersagt. Es ist untersagt. Wer zündet denn hier Reifen an? Nicht hier eine Kamera am Klo. Ich glaube, es hackt. Lauf, Peter. Ist das von hier rausgefallen? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Na gut. Ah, halt. Das Zeug nehme ich doch gerne mal mit. Da ist eine Quantum. Ich sehe sie genau. Als ob ich schon wieder zu viel dabei habe. Haben wir nicht irgendwas, was wir weghauen können bei Schrott oder so? Braucht doch kein Mensch. Hier, guckt. Wir hauen jetzt mal richtig Schrott raus und gut ist. Woms. Erstmal den Schrott geschrottet. Liegt denn hier rum?
Schlampe! Also mir hat's gefallen. Patronen und Kronkürkelis. Das, was ich mag. Das, was ich will. Das, was ich gut leiden kann. Gib mir das, sonst töte ich dich. Lass mich so... Oh, du blöde Sau. Bin ich zu blöd für ein Safe oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich über hier rein jetzt. Nuka Cherry, Nuka Cola, Nuka Cola, dup da da. Hallo? Ich glaube, wir sind durch, Freunde. Theaterviertel öffnen. Ich habe nämlich auch gar keinen Peil, wo ich überhaupt rein bin. Ich bin ja unterwegs. Also allein unterwegs, wollte ich sagen, bin ich aktuell. Weil ja mein Kollege hier die Minutemen versammeln möchte, um die Burg zu erobern. Ich glaube, wir sollten dann vielleicht auch mal einen anderen Begleiter mitnehmen. Wir können ja mal nach Sanctuary gehen. Vielleicht nehmen wir mal unseren coolen Roboter mit. Der hat doch bestimmt auch coole Laserwaffen und so am Start. Was sind das eigentlich für eine Mega-Wumme, die hier gezeigt wird? Die ist ja lustig. Deine Hose ist nass? Nichts wie weg hier. Hat ich so alles entdeckt? Dabei will ich das alles gerade gar nicht entdecken. Ich will eigentlich nur hier zur Burg hin. Aber gut, man kann sich ja nun mal nicht alle, ne? Also, gehen wir mal zurück in die Ortschaft, die ich gar nicht mehr sehe. Du blöde Rattensacku. Ist das jemand, der von mir in den Hintern? Heute ist wohl mein Glück. Heilige Hümmene. Was ist denn da los? Mann, wie die mich rannehmen. Gib mir echt auf den Sack. Als ob ich hier von allen Seiten oder was? Wo denn? Oh meine Fresse, wie viele kommen denn da noch? Lasst mich doch einfach alle mal. Schroti?
Zeig dich, wenn du dich traust, Penner. Du noch nicht! So, wo ist der Lappen jetzt hingeflogen? Hier hin. Meine Fresse. Ich muss versuchen, hier wegzukommen. Mir sind da zu viele Feinde gerade. Ich versuche mich einfach mal hier in diesem Bus zu verschanzen. Hallo. Patronen sind immer fein. So, kann ich von hier aus jetzt nach Sanctuary leisen, ne? Ja, kann ich. Na, das ist doch schön. Da kommen wir hier endlich mal weg. Meine Güte. Elende Banditen. Wir haben auch bald wieder ein Level-Up. Das ist fein. So ein bisschen Erfahrung für zwischendurch ist immer lecker. Lecker, 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 lecker. So. Such dir einfach eine gute Stelle. Hallo, magst du mit mir handeln? Hey, Carla. Hallo, willst du handeln? Ich denke schon. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Die hängt immer hier rum, kann das? Ja, gern. Pass auf, Schatz. Habe ich Waffen, die keiner will? Guck mal, ich gebe dir mal die Kronkorkenminen, die kannst du gerne haben. Rechtmäßige Herrschaft ist viel wert und die brauche ich gerade nicht. Die Splittergranate kriegst du auch mal ran. Was haben wir denn hier noch? Ach, diese Mutantenrüstungssachen, die keiner will. Was haben wir hier? Hilfsmittel, Blutpaket, gibt TP und sowas. Dann haben wir hier noch Schrott, den können wir aber eigentlich einlagern. Munition brauche ich selber. Gut, dann war es das eigentlich erstmal. Ich nehme den Handel hiermit an und wünsche dir einen schönen Tag, weil ich es kann. Dann machen wir mal Transfer und drücken Tö. Den Schrott, den habe ich jetzt gelagert. Und trotzdem bin ich noch randvoll. So ein Mist. Weil ich auch so viele Waffen habe, die ich aktuell noch gar nicht gebrauchen kann. Kann ich hier nicht mal was einlagern an Waffen zum Beispiel? Weil den Fatman, den benutze ich doch aktuell sowieso nicht. Und der hat nämlich auch ganz schön Gewicht, wenn ich das mal sagen darf. Da gehe ich hier nämlich mal auf. Lager das komische Schrottding will ich gerade auch nicht. Den Mini Genshli hier, den brauche ich nämlich gerade auch nicht. Und der hat auch Gewicht. Alles andere kann ich aktuell gebrauchen. Gut. So. Hat jemand meinen Roboter gesehen? Ich glaube, wir können auch allgemein erstmal rasten, oder? Naja, gut, wenn wir Schnellreise machen, dann ist ja auch wieder andere Tageszeit. Von daher bringt Rasten gar nicht viel. Mr. Cotsworth, oder wie du hießest. Da ist er ja. Hey, Cotsworth. Soll ich Sie begleiten, Sir? Klar. Ja, natürlich. Nach Ihnen, Sir. Das ist aber schön. So, wollen wir mal wieder auf die Jagd gehen. Wir müssen immer noch Richtung Berg. Die technische Highschool hier haben wir abgeschlossen. Da können wir da ja eigentlich mal hinflutschen. Und von da aus weitermachen. Ich hoffe nur, dass wir das auch überleben. Ich bin mal gespannt, was mein Roboterfreund drauf hat. Wenn ich den schon mal mitschleppe, muss er auch mal zeigen, was er wert ist. Laden Sie bitte schneller. Laden Sie bitte noch schneller. Aha. Ob wir jetzt hier so mitten auf der Straße stehen. Ein bisschen mehr Deckung wäre mir schon lieb. Ich gehe mit dem Kerlchen erstmal hier hinter und verschanz mich. Denn offen gesagt muss ich auch gestehen, dass für heute Schluss ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.